Ho, was sind wir denn hier wieder? In SAO Lost Song gelandet. Oh. Also das heißt, wir wieder mit Kirito abspielen und was abspielen? Abspielen. Ihr wisst, was ich meine. ja, und da gehen wir auch weiter. Im letzten Part haben wir ja diesen Zwischenvorfall mit Wayne und der Gilde Shamrock gehabt. Jetzt gucken wir erst einmal, wo wir als nächstes hin müssen. Wo müssen wir eigentlich als nächstes hin? Ah, hier haben wir auch was. Liefer. Eine kleine Nebenquest, oder was? Hey, ich habe eine Nachricht von R. Ja, ich auch. Ich weiß, sie ist nur ein NPC, aber eine Nachricht von einer Göttin ist trotzdem faszinierend. Sie sagt, sie will uns für die Rettung ihres Lebens entlohnen, dass wir nach Fenster kommen sollen. Lass uns gehen. Gut, dann gehen wir dorthin. Ist das nur der Wasserwelt oder was? Sieht mal episch aus. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich habe euch erwartet. Hallo Eri. Willkommen im Palast, meine Herrin Frick. Ich werde euch führen. Vielen Dank. Dieser Platz ist atemberaubend. Mein ganzer Kopf dreht sich schon bei all den Dingen, die es zu sehen gibt. Leute! Weißt du, wo das ist? Alter, ich glaub's nicht. Das ist der Tempel. Der Tempel vom. Von der. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, von der Extra Edition. War das nicht so? Das Ei? Was man da retten sollte? Irgendwie kommt das Nest mir so in den Hintergrund bekannt vor. Wow, das Essen sieht köstlich aus. Ist das nicht das nordische Küche? Wir haben dieses Essen für euch beide vorbereitet. Bitte esst so viel, wie ihr möchtet. Super, was soll ich probieren? Das sieht alles so wundervoll aus. Vieles von diesem Essen sieht sehr exotisch aus. Ich werde alles versuchen. Okay. Auf alle Fälle, das ist es. Puh, das war köstlich. Ich könnte keinen Happen mehr essen. Du hast drauflos gefuttert, also würde dein Leben davon abhängen. Ich gehe davon aus, dass ihr euch verknickt habt. Ja, vielen Dank für diesen Tag. Ich freue mich, dass es euch gefallen hat, aber ich schulde euch so viel mehr als das. Ich bin froh, dass wir gekommen sind. Es scheint nett. Und das, obwohl ihr so viel Stress damit habt. Das war nur, weil sie versucht hat, dich mir wegzunehmen. Bald beginnen die Tänze mit ihren Vorstellungen. Würdet ihr vielleicht gerne mitmachen? Beim Tanz? Da ist nie viel von das Tanzen übrig, oder? Das ist vielleicht unsere einzige Chance. Los, tanzen wir. Okay, was soll ich tun? Um die Wahrheit zu sagen, muss ich euch um einen Gefallen bitten. Oh, was denn? Meine Herrin Frick hat gebeten, sich wenigstens einmal zu treffen. Sie wartet schon lange auf diesen Tag. Sie wäre so glücklich, wenn du sie triffst und vielleicht einmal mit ihr tanzt. Naja, das ist irgendwie... Hey, komm mal kurz her. Oh. Wohin, sie hat mich zugedrängt jetzt. Wir haben endlich angehalten. Ich schätze, hier ist es gut. Was ist denn los mit dir, dass du so plötzlich aus dem Palast fliegst? Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass du mit jemandem anderen tanzt. Na los, lass uns das fortsetzen, das was wir getan haben. Fortsetzen? Tanzen, lass uns zusammen tanzen. Ja. Na los, nur ein bisschen, wir haben vielleicht nie wieder die Chance, unter solch einem Nachthimmel zu tanzen. In Ordnung, das kann ich tun. Hurra, danke. Aber wirklich, wie wollen wir in der Luft tanzen? Das ist doch noch schwerer als am Boden zu sein. Das wird schon. Du hast ja wohl schnell genug rausgefunden, wie man ohne Controller fliegt, oder? Ja, stimmt. Ich glaube allerdings, tanzen könnte etwas anders sein. Soll ich dir den Trick beibringen? Hey, wenn es das einen Trick gibt, möchte ich ihn wissen. Es ist ganz einfach. Hab Spaß. Wow, Moment. Warum siehst du plötzlich so orientiert aus? Das hilft mir überhaupt nicht. Ich wollte mir etwas mehr konkrete Anleitung zu meiner Technik. Du musst dich nur seitlich bewegen und dabei weiterschweben. Na also, es war also doch ein Trick dahinter, oder? Also, so hier. Wow. Spring doch nicht so einfach auf mich zu. Sorry, es ist schwieriger als gedacht, mich richtig zu bewegen. Du denkst zu viel darüber nach. Hier, lass mich dir helfen. Okay, tun wir es. Süß. Langsam vor einer Seite zur anderen. Ah, so ungefähr. Ja, sieh mal an. Du bist ziemlich gut darin. Wenn ich etwas als Training ansehe, scheine ich es schneller zu verstehen. Langsam bekomme ich den Dreh raus. Das macht eigentlich wirklich Spaß. Nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe, aber wenn du Spaß hast, ist schon okay. Oh, eine Sternschnuppe. Wo? Na komm, schnell, wir müssen uns etwas wünschen. Ja, okay. Was hast du dir gewünscht, Suko? Das sag ich nicht.
Was hast du dir gewünscht? Dass Zuko und ich uns immer gut verstehen. Was? Was soll denn das bedeuten? Naja, wir verstehen uns endlich so gut und wir haben Spaß, das wird ja im Welt zusammen. Also, ich habe nur gedacht, dass ich dich immer an meiner Seite haben will. So lächelnd und lachend lächeln. Das ist doch wohl klar. Ich würde doch nie aufhören, meinen großen Bruder lieb zu haben. Zuko, also ist dein Wunsch schon so gut wie erfüllt? Ich schätze, du hast recht. Auf jeden Fall habe ich dir meinen Wunsch genannt. Jetzt musst du mir deinen sagen. Hm. Ah, sieh doch. Es wird heller. Im Osten, die Sonne wird bald aufgehen. Hey, komm schon, Zuko, du versuchst doch nur, das Thema zu wechseln. Wenn du dich beeilst, wirst du dich nicht mehr mithalten können. Mein Wunsch ist, dass nicht offensichtlich ist, dass ich immer mit meinem großen Bruder zusammen kann, den ich liebe. Oh, süß. Eine tiefe verbundene Liefer-Trophäe verdient. Und Nachrichten. Bestimmt voll ein Lever. Was auch sonst. Okay. Ja, wo wollten wir eigentlich hin? Wir wollten weiter gucken, was wir da als nächstes machen sollten. Wir sollten wieder weiter an Flosshilde. Wenn mich nicht alles täuscht, ne? Und da diesen Dungeon hinter dem Wasserfall, den wir befreit haben, aufklären, sag ich jetzt mal. Und mal gucken, ob uns das gelingt. Also ich weiß es jetzt noch nicht und so eine Sache. Naja, ihr wisst. Das ist immer noch der Wasserfall, genau. Dort. Nächsten Part guck ich erstmal nach den Skills oder je nachdem, wenn ich es nicht vergesse. So, dann fliegen wir da erstmal hin. Da hinten ist der. Wenn mich nicht täuscht, genau da hinten war der. Der Skillgiftschuss von Yugi hat Level 15 erreicht. Cool. Ich komme immer noch mit Klingen. So, dann gucken wir doch mal, was wir denn hier haben, so schön ist. So, Leute. Ja, hier waren wir ja schon in den Tempel. Jetzt müssen wir erstmal hier versuchen, weiterzukommen. Je nachdem. Die Musik finde ich aber trotzdem wiederum sehr spannend. Aber die lassen wir jetzt immer, die Viecher. Ich will weiter gucken, weil wir müssen. Was sind wir jetzt? Ach, hier. Genau, jetzt sind wir hier in diesem langen Raum, wo wir eigentlich auf uns waren. Genau, hier war der Kampf. Hier ist was. Ich ignoriere jetzt einfach mal ein paar Monster. Mhm. Weil die Monster sind einfach nur so da. Wir müssen erstmal den nächsten Mechanismus finden. Hier haben wir was. Und. Bam! Okay, was haben wir noch hier irgendwo? Ah! Hört sich wie eine Tür öffnet. Okay. Gut, das war ja dann irgendwann auch verständlich. Ah, okay, jetzt geht's hier weiter. Ah, wir kommen weiter. Liebe hoch. Mich raten, ist ja noch irgendwo eine Schatztruhe. Ah, oh, komm, stirb! Nein! Und stirb! So, was haben wir hier?
Yggdrasil getroffen. Ja, yeah, so ein Wiederbeleben. Okay, guck mal da mal, was wir hier haben. Da vorne ist bestimmt ein Boss. Ja, wir kämpfen. Ich möchte mich nicht hinter Shamrock her. Dann legen wir los. Verstanden wir. Wir sind direkt hinter dir. Okay, den Boss machen wir. What the fuck? Ist das geiles Vieh. Boah! Okay. Und jetzt drauf. Level 43 ist war wohl klar. Pass auf, danach kommt gleich noch Shamrock, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich kann mir das jetzt irgendwie schon so vorstellen. Vor allem, warum kommt jetzt ja schon der Boss? Komm schon! Oh, Alter, wie viel haben wir erst abgezogen? What the hell? So, nein, komm her, komm her, komm her, komm her. Alter, da war es fast die erste Lebensanzeige weg. Nein, vorsichtig, Yuki. Jetzt muss ich auch was machen. Okay, danke, Asuna. Aha, wenn man beidseitig, gleichzeitig L und R drückt, kann man die Union-Attacke einsetzen. Sehr interessant. Ach, was war das denn? Was ich aber natürlich bei SAO sehr schön finde, im Gegensatz zu Monster Hunter oder so, dass man hier einfach die Lebensanzeige sieht des Monsters. Ich liebe das. Wo man sich auch bei Monster Hunter daran gewöhnt hat, dass man den nicht sieht und man erkennt, wie schwach die Monster sind, aber trotzdem. So, wir haben schon die zweite Anzeige, aber noch haben wir noch länger. Wir haben fast erst bald die Hälfte des Lebens von dem Vieh abgezogen. Alter, wenn das noch die Zwischenbosse sind, wie soll ich denn dann als gerade den großen Boss kämpfen? Ich weiß zwar, weil es der große Boss ist schon. Der hat die Attacke eingesetzt. Aber das ist gut so. An seinem Schwanz ist er sehr verwundbar. Okay. Also alle auf seinen Schwanz. Jedes Monster hat immer so seine Schwachstellen, aber das Problem ist, das Vieh ist ja übelst brutal stark hier trotzdem schon. Ach, scheiße. Ja.
Oh, scheiße, Asna. Warte mal. Okay, Asna, zu geil. Ich wollte jetzt auch gerade heilen, aber... Das ist wie bei Ganondorf, da kannst du auch durch die Beine durch immer. Miau! Nein, ich wollte gar nicht. Komm her! Kommst du her? Mistvieh! Komm her! Was macht er jetzt? Bereitet sich einfach eine Attacke vor oder was? Oh komm schon, wir haben noch nicht mal fast die dritte Anzeige runter. Wie soll denn das dann beim letzten Boss werden? Auf alle Fälle muss ich dann nochmal aufleveln, bevor den letzten Boss machen kann. Aber Bosse sind ja bekanntlich immer so hoch. Wir haben schon fast die letzte Anzeige, dritte Anzeige weg. Entweder es gibt euch mehr stärkere Angriffe, die Union-Attacke, oder sie ist dafür da, um bessere Verteidigung zu bekommen. Ich glaube aber eher Angriffe. Rot ist meistens im Spiel Angriff. Ja, der Gegner ist fast erledigt. Jupp, das weiß ich. Und der wird auch stärker. Wie kannst du in der Luft stehen, bitte? Kannst du mir das mal erklären? Wollte ich schon gerade sagen. Wie kannst du schweres, fettes Vieh bitte in der Luft stehen? Mein kleiner Drache ist das. Oh, komm jetzt, nein! Hör auf! Ich kill dich jetzt klein hier. Thank you.
Ja, wir haben schon bei der hohen Anzeige. Jetzt wird er natürlich brutal. Das ist meistens so. Also ihr End der Limits. Ja, er ist doch tot. Aber Asna wäre auch beinahe drauf gegangen. Asna, Mama Mia. Ich renne so gern in den Kreis. Die Tür öffnet sich. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben es geschafft. Die Quest ist geschafft. Oh, eine Kugel. Sieht sehr nach der von hier Wind Waker aus. Der Gegenstand sieht aus wie das Ding, das wir zum Anlassen mit das mit Windkraft betriebene Gerät bilden. Dieses Wappenkirre, du könntest das der Schlüssel zum Ausschalten des Höhenbekanntes sein. Das, was Maschinen angeht, erinnere ich mich an ein geheimnisvolles Gerät in der Mitte der Insel. Wie der rares Wappen. Ich schätze mal, jetzt können wir endlich diesen Höhenbekanntes ausschalten. Was wir jetzt auch natürlich tun werden, oder wir haben ja auch noch Zeit dafür. Nochmal. Ja, aber noch. So. Wir gehen dazu mit den Höhenbekannten ausschalten. Welche Länder haben wir eigentlich zur Zeit gerade? 235. Also irgendwie müssen wir wirklich noch viel, viel mehr leveln, um endlich mal auf 300 noch sowas zu kommen. Auf alle Fälle werde ich immer leveln. Oh. Aber trotzdem ist es jetzt immer schwerer zu leveln, ist ja logisch. Wäre komisch, wenn es doch einfacher wäre. Also, von daher. So und so macht das Popo froh. Ups. So. Achtung, Höhenlimit. Jetzt gehen wir erst einmal hier runter. Und zwar da in die Mitte, den Chat-Stream-Generator. Da hinten. Dieses Höhenlimit sollten wir jetzt eigentlich gleich abgeschaltet haben. Ups. Jetzt musste ich mal leider einen, naja, Pups rauslassen. Okay, das war jetzt so unnötig. Ja, ich maximal Union eingeschaltet, ich blöd Volltrottel. Na egal. Ich wollte einfach mal ausprobieren. Also es geht wirklich, wenn man L und R gleichzeitig stockt. Das ist also das Gerät, mit dem man den Höhenbegrenzer kontrolliert. Wenn wir den Höhenbegrenzer entfernen, erreichen wir den Schwäben der Inseln, die wir noch nicht betreten haben. Lass mich mal. Sieht ganz danach aus, was? Offenbar das Ding, das wir gefunden haben. Genau hier rein. Versuch Gegenstand einzusetzen. Ich werde es tun. Oh, was zum? Oh, anscheinend passiert da was. Deaktiviere Höhenbegrenzung. Begrenzung deaktiviert. Begrenzung deaktiviert. Begrenzung deaktiviert. Hat es funktioniert? Sollen wir es versuchen? Ja, lasst es uns Augenblick mal irgendwas, das stimmt da nicht. Seht mal ein Monster. Lass mich jetzt raten. Leute, what the hell is going on here? Das ist das Eismonster übrigens, was zu den nächsten Löchern. Oh, das geht nur eine Falle? Es ist nicht nur eine Falle, es ist eine Prüfung, die für die bevorstehenden Quest. Es ist wie ein Torwächter, offenbar müssen wir uns den Weg von hier rauskämpfen. Das Vieh ist so hart, ey. Was war das, Leute? Da hat sich was bewegt, passt auf. Wir sind jetzt hier. Da bin ich jetzt gespannt, wenn ich das Vieh besiegen kann. 345, ich bin jetzt wohl blöd oder was? Leute, ich mache jetzt hier einen ganz kurzen Cut. Wir werden es jetzt gleich wiedersehen. Im nächsten Part dazu, weil das wäre jetzt Quatsch, wenn ich jetzt hier weitermache. Würde auch ziemlich Part des Länge des Partes sprengen. Ich sage jetzt erstmal hier, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Wir werden es im nächsten Part wiedersehen und dann auf alle Fälle versuchen, das Monster noch zu killen. Ja, bis dahin, ich verabschiede mich natürlich erst einmal und ja, macht's gut.